weiter geht's, meine Lieben. Nächste Folge Movies Tycoon. Die Post-Production von Mars Attacks. The Fog ist abgeschlossen. Ich bin jetzt schon in der Werbung und auch da bin ich schon fast durch. Und dann können wir das Ganze veröffentlichen, in der Hoffnung, dass es endlich eine vernünftige Bewertung gibt. Ansonsten habe ich noch einen neuen Film in Auftrag gegeben, und zwar Mars Attacks. Hatten wir uns das letzte Folge noch angesehen? Ich glaube ja, ne? Glaube schon. 3,5 Sterne. Genau, da hatte ich mich, glaube ich, gewundert, wie man Attacks schreibt. Ich erinnere mich so halbwegs. Was haben wir denn hier? Achso, ja. Heist. Roadtrip, Time Travel, Family. Was ist denn Heist? Ich habe das Wort schon mal gehört, aber... So, wir machen mal Mystery und Science Fiction nochmal. Shortfilm. Und nennen es... Klangholz. Deutschen Namen. Keine Ahnung. So, auf geht's. Riden. Riden wir von dannen. So, wie fällt der Film aus? Also wenn ich jetzt wieder unter 4 Sterne komme, deinstalliere ich das Spiel. So, das hat ja schon mal 4 Sterne. Produktion auch wieder knapp 4. 5. 4, Alter, Leute, wollt ihr mich verarschen? Warum sind die Filme so schlecht? Ich weiß überhaupt gar nicht, wie ich auf eine 6 kommen soll. Minimum Shortfilm Rating 6. Am Arsch, das kriege ich ja nie im Leben hin. Was nimmt der Film ein? 117.000 für ein 4-Sterne-Drehbuch? Mein Gott, ist das schlecht. Oh mein Gott, ist das schlecht. Miniatur Hydra. What? Nobby purchased. Okay. Ich stelle mal wieder auf Deutsch um. Bei General. So. Boah, grauenvoll. Ja, kann ich zumachen. Ich weiß ja, wie schlecht es wird. Ich forsche gerade noch erweiterte Sets für Sci-Fi-Filme. Sci-Fi? Ah, und guck mal, hier gibt es auch nochmal neue Technik. Ja, ich habe keine Ahnung, wer jetzt hier noch frei ist. Stony ist frei. So, auf geht's. 15K. So, VHS. Wunderbar, da sind wir schon längst durch. Boah, also finanziell, auch hier machen wir keinen wirklichen Gewinn mittlerweile, ne? Es ist einfach nur Hardcore-Massenproduktion. Warum bist du sauer? Komm, ist was, mein Sohn. Wer sind Sie? Umgang mit Müll. Ah ja, okay. Lila ist Post-Production. Komm, du isst auch mal was. Keine Ahnung, ob ihr dadurch glücklicher werdet. Ich hab das mit dem Balken noch nicht so ganz verstanden. Also, ich meine, die haben ja nur einen Balken, aber hier gibt's ja Leute, die haben 3 Balken. Und es erklärt sich mir... Irgendwo wurde das mal erwähnt, was diese einzelnen Balken zu, also aussagen. Ich kann euch aber nicht sagen, was. Hab's ja auf dem Schirm. So, Verkauf wurde zurückgezogen, natürlich. Welcome to the Honorable Union for magnificently bestowing legendary entertainment awards, also known as the Humble Awards. The Humble Award for the most famous movie studio goes to. Ja, bestimmt nicht an uns. Okay. The Humble Award for the highest grossing movie goes to? Is grossing? Großartig. The Humble Award for the best director goes to. Bestimmt nicht die anderen. Ah, ärgerlich. The Humble Award for the best movie goes to.
Führerleine. Das sind wir auch nicht. Na? The Humble Award for the Best Script goes to... Na? Oh, das Silberleining. Mann! Ärgerlich. Wir bekommen hier gar nichts, ne? The Humble Award for the Best Supporting Actor goes to... Ah, traurig. Ganz traurig, diese Awardshow für uns. The Humble Award for the Busiest Movie Studio goes to... Na, das könnten wir werden. Ja! Warum ist unser Name klein geschrieben? Warum ist alles klein? Das ist doch Quatsch. Nein, ich hab mich so nicht genannt. Nein! The Humble Award for the Best Lead Actor goes to... Auch das sind wir nicht. Wie viele Awards gibt's denn? The Humble Award for the Best Technical Processing goes to... Das könnten wir sein. Nein! Oh. Ärgerlich. Okay, das war das Ende der Show, oder? Kann es übrigens sein, dass die Aufnahme angehalten war? Ich weiß gar nicht, wieso. Habe ich dafür Geld bekommen? Also, irgendwo hier war ja mal so eine Übersicht. Hier gibt mal einmal die, das meistbeschäftigte Studio. Okay. Ja, cool. Die Stadt Amsterdam legalisiert... Ah, okay, das heißt, Road-Movies sind gerade attraktiver. Kiek mal, das hätte ich mir mal vorher angucken sollen. Warum werden wir hier groß geschrieben? Kann ich das nochmal ändern? Okay. Steht der hier vorne auch groß dran, ne? Ja. Ja, Frackenfuchs, keine Ahnung. Also, einen Award haben wir immerhin bekommen. Also, alle 5 Jahre sind die Awards. Okay, das heißt, Road Movies müssen wir machen. Dann machen wir Aktion. Road Movie. Filmgröße, Kurzfilm. Jungle Roads. Jungle Streets. Nennen wir es Jungle Streets. Ja, großartig. Wow, Alter, wir machen schon wieder so viel Minus. Ich meine, gut, die Forschung muss man abziehen. Oh, immer noch Minus. Scheiße. Oh Gott. Wie generiert man denn hier Geld? Master Text ist fertig. Schön. Okay, Spannung. Oh Gott, Alter, wir sind ja so abgefallen. Da stimmt doch gar nichts. Ach so, kann ich jetzt schon? Nee. Macht das einen Unterschied? Wann ich Post-Production mache? Nee, ne? Sie haben die kreative Technologie erweitert. Ah ja, okay. Das Skript für Jungle Streets ist fertig. Oh, ich habe hier 2 übereinander. Klangholz 4 Sterne, 3,5 Sterne und Jungle Streets ist eigentlich nur 3. Ist aber gerade noch angesagt, ne? Ich würde mal das machen. Oh, shit. Da brauchen wir eine U-Bahn. Und ein Raumschiff Inneres. Okay, das haben wir beides nicht. Das haben wir. So, auf, meine Lieben. Wir haben ja keine Zeit zu verlieren. Deswegen knallen wir gleich direkt die nächste Produktion rein. Auf geht's. Wir brauchen unfassbar viel Geld. Eigentlich bräuchte ich sogar noch ein zweites, komplettes Team, was parallel einen zweiten Film dreht.
Alles andere ist schwierig. So, Nachbearbeitung ist durch. Ach, dann quälen wir uns hier wieder mit dem Marketing. Hm. Ich mache mal jetzt alles. Kann ich das eigentlich mehrfach machen? Ah ja, okay, ich könnte mehrfach machen. Dann machen wir zwei Interviews im Radio, Werbung, ein paar Plakate machen wir. Ah, ich kann nur drei machen. Ah, okay. Dann machen wir Werbung. Ja, komm mal. Gleich wie immer. Einmal alles. 11.000. Ganz ehrlich, ich stelle mir nochmal jemanden ein. So, Drehbuch Klangholz ist fertig. Wir haben ein Mysterium. Ah, wie war die Übersetzung? Muss auf jeden Fall runter. Special Effects muss hoch. Tempo ist eigentlich auch immer relativ gering. Und Dialoge, ja. Ich mach's mal so. Zack. Ich habe das Gefühl, je näher man diese Balken ausfüllt, also je näher man am Original ist, so rum, umso, also ich weiß nicht, ob man sagen kann, erfolgreicher, weil erfolgreich war bisher kein Film, also von den Sternen. Keine Ahnung. Ich quäle mich auf jeden Fall noch ordentlich. So, erweiterter Video-Editor mit Zugriff. Das müssten wir eigentlich auch schon alles haben. Also, forschungsmäßig müssten wir eigentlich auf dem allerneuesten Stand immer sein. Da müssten wir fast Vorreiter sein für alle anderen. Mann, Alter, Kamera. Danke. So. Schauspieler. Ah, ich sehe das natürlich von hier aus nicht, ne? Ich muss es drehen. Natürlich muss ich es drehen. Hm? Okay. Raus. Obwohl, ich wüsste gerade gar nicht, wen ich einstellen soll. Ich mach das mal zu. Sie haben die Technologie 2D-Animation freigeschaltet. Okay. Das war was? Ich glaube, man sieht es jetzt nicht mehr. CGI-Tech. Sprich, Special Effects. Facts. Kann ich aber hier nicht verwenden. Ach so, ja, sorry. Ich würde euch mal wieder ausstellen. Ich brauchte was? Einen, der filmt, also Techniker. Jetzt gehen die alle? Nee. 2G. Ja, die sind so oft. Naja. Mein Stab. Hier. Wie heißt du? Ricky Robertson. Ja. Okay, der ist wirklich nicht gut. Was verdienst du, Ricky? 3,9? 3,1. Edna Santiago. Joyce oder Edna? Hm? Ich stell sie mal kurz ein. Als okay. Technisch, ne? Hm? Yeah. So, sie verdient exakt das Gleiche. 30 Jahre alt, vom Char her Feinschmecker und aktiv. Und Ricky ist müde und Technikliebhaber. Okay, das ist natürlich, er ist halt 43, aber Technikliebhaber, das fühle ich. Ey, sorry, da muss ich ihn wieder rausschmeißen. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir so leid für dich, dass du wieder weggehst. So, komm, mach Werbung hier fertig. Ich muss diesen Film loswerden. Wunderbar. Neues kreatives Konzept. Cool. So, jetzt habe ich natürlich als Hauptdarstellerin die... Oh Gott, Alter, das wird ja immer schlechter. Fuck off, Alter. 2,9. Why? Ich verstehe es nicht. Es gibt doch keine Hinweise. Endergebnis 2,9. Wow. Oh, das ist ja ultra schlecht. Aber dieser Film macht ja auch keinen 38.000. Oh mein Gott. Und dafür brauche ich ein knappes halbes Jahr. Ich verstehe es nicht.
Ich verstehe nicht, wieso. Es... Okay, ich bin etwas aufgeschmissen. Ich weiß nicht, was das Problem gerade ist. So, Roadmovie, meinetwegen Liebesfilm. Bonnie und Clyde. Oh. Hm? Ja, ist eigentlich... Oh, ein? Achso, sorry. Nicht Studentenfilm, Kurzfilm. Eigentlich kein Liebesfilm, ne? Naja, ist egal. So, ich brauche einen Roadmovie. In der Hoffnung, dass der Geld abwirft. Oh mein Gott, das war ja schon wieder so verschwendete Lebenszeit gerade. Also für unsere Schauspieler, für mich nicht. Hm? Ich nehme fleißig auf. Wo läufst du denn eigentlich hin, Kollege? Keine Ahnung, was er gemacht hat. Ich glaube, er ist auch eine Sie, aber ist egal. 3 Sterne, Bonnie und Clyde. Alles klar. Weil es so schön war, gucken wir, ob wir vielleicht noch einen besseren Roadmovie hinkriegen. Dramar. Kurzfilm. The Island. Das S können wir euch klein schreiben. Enter. Ja, komm. Hm. Achso, und Abmarsch. Lernt ihr eigentlich nur durchs Schreiben oder lernt ihr auch durch... Also nur, wenn der Film fertig ist. Wie ist denn das? Die lernen durch Schreiben. Also das heißt, ich müsste die eigentlich permanent nur Drehbücher schreiben lassen, damit die besser werden. Das ist eine Idee, wa? Ja, fuck you. Ein dickes, fettes Fuck you. So, The Island. 3 Sterne. Oh, ich habe Drama und Zeitreisen gemacht. Okay, da war ich irgendwie verwirrt gerade. Ich wollte Roadmovie und Drama machen. So, das nennen wir jetzt nochmal The Island. Jetzt mosert da auch nicht rum. So, ihr schreibt mir jetzt hier noch 5 Drehbücher, dass ihr einfach besser werdet. Er ist halt faul und arrogant, der Wallace. Hat aber jetzt mittlerweile schon den 1. Stern. Ich weiß nicht, was die Eigenschaften bewirken. Oh, Klangholz ist schon fertig. Oh, cool. Rohfilm. Die 8, 7, 9? 9. Hm? 9 ist es. So, ich bräuchte jetzt mal ein 3er-4er-Skript. Okay, dann nehmen wir das. Scheiße, ich habe die U-Bahn-Station und das Raumschiff nicht. Wir machen mal eine Komödie mit... Was haben wir denn noch? Achso, Raubüberfall ist Haste. Okay. Familienkomödie im Kurzfilmformat. Smith and Jones. Hm. Zack. Drehbeschreiben. Müll. Müll. Obwohl, das behalten wir mal. Obwohl, Müll. Ich kann mir die Dings gerade nicht leisten. Die Kulissen. Ah, jetzt ist Wallace auch. Oh ne, war vorher schon 1 Stern. Louis ist die einen Stern bekommen muss. Komm schon, mindestens 3. Oh mein Gott, 4,5 Sterne. Bombe. Übelst gut. Hm? Übelst gut. So, Barbara war, glaube ich, auch nämlich für... Genau. Dafür geeignet. Ja gut, ihr seid alle kacke. Also, sorry, dass ich sagen muss, aber ihr habt alle keine Fähigkeiten. Ja, bei euch ist eigentlich auch Banane. Gut, man soll eh jeden nehmen. Carlos werde ich übrigens gleich mal rausschmeißen. Scheiße, habe ich die... Ja, Keller und Wohnungsinnenraum. Den habe ich? Den Wohninnenraum habe ich? Ah, ist das hier, ja. So, Klangholz. Ich glaube, ich sollte mir mit der Werbung nicht zu viel Mühe geben. Weil die Filme guckt eh keiner. Also ist eigentlich auch Banane.
Das interessiert hier anscheinend keinen. Wow, Alter, das ist wirklich hart. So, ich habe irgendwas freigeschaltet hier wieder. Horrorsets. Ich habe aber kein Geld. Ich muss Geld machen. So, das ist durch. Sehr schön. Wie werden wir nicht so übertreiben? Tempo machen wir ein bisschen runter. Special Effects sehe ich gar nicht. Humor machen wir hoch. Spannung brauche ich in der Komödie eigentlich auch nicht. Dialoge. Ich mach's mal so. Wie gesagt, nicht übertreiben. Also außer Humor. Das muss wirklich hoch. So, und dann starten wir rein. In die Pein. Was heißt denn eigentlich... Was heißen diese Symbole hier alle? Also das sagt mir, die haben nichts zu tun. Er ist glücklich und er ist aber an einem Film dabei. Glücklich und hat aber nichts zu tun. Irgendwie hat keiner was zu tun. Jetzt rennt er. Sind aber alle glücklich. Jo, 96%. Studiowartung. Hä? Keine Ahnung, warum da irgendein Geldsymbol kommt. Alter, ich muss gleich schon wieder einen Kredit aufnehmen. Oh mein Gott. Alter, ich kotze im Strahl. Wie um alles in der Welt verdient man hier Geld? Also auch so, dass man sagen kann, man hat ein Studio, was funktioniert. Was, bist du schon fertig? Ah ja, ist wirklich schon fertig. Ach nee, sorry. Ja, ja, fick dich. Ich verstehe es nicht. Warum denn 3,7 Sterne? Wie, woraus ergeben sich denn 3,7 Sterne? Wie viel nimmt der Film ein? Naja, immerhin 113.000. Wie ergibt sich das? Ah, gibt es hier ein I? Gibt es natürlich kein I. Ja, logisch. Was wird denn eigentlich bei der... Aber Agentur gibt es auch kein I. Das gibt's doch nicht. Achso, stimmt, ich wollte einen zweiten einstellen, ne? Hier, komm. Alter, 7000! Mit null Fähigkeit, 7000! Boah, Bonnie Konrad, Alter. Alter, die machen mich alle arm. So ein Minusgeschäft, was ich hier immer mache. Das ist krank. Ja, woraus ergibt sich das? Wenn ich auf Filme kriege ich auch keine Übersicht, ne? Wenn ich hier draufklicke. Also ich weiß nicht, was mir diese Balken sagen sollen. Das hätte ein bisschen mehr Tempo sein können. Ich weiß aber nicht, was das heißt. Aufregung ist super kacke gewesen. Dialog auch nicht. Balken sind halt alle super low, ne? Was ist denn an den... Also an den besseren Filmen? Was ist denn hier besser gewesen? Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Was daran besser war als an den anderen Filmen. Wir haben jetzt 17.000 durch den Film gemacht. Das Problem ist, ich muss halt Kurzfilme machen. Damit ich das hier kriege. Gut, Summe aller Bewertungen 40. Das läuft hoffentlich irgendwann durch. Aber das ist ja... Ja, wunderbar. Jetzt habe ich einen Roadmovie und jetzt interessiert es keinen mehr. Ich habe aber gerade Roadmovie weggeschmissen, ne? So, wir machen mal Zeitreisen im Sci-Fi-Studenten... Ne, Kurzfilm. Können wir Studentenfilm machen? Ich mache einen Studentenfilm.
Insomnia. Fehlt ein N, glaube ich. Hm? Okay.